Hallo, einen wunderschönen Tag wünsche ich euch. Ihr habt es im Thumbnail bestimmt schon gesehen. Heute geht es um ein Super Nintendo Retro Pickup und das ist eine Menge, was ich gekauft habe. Ziemlich viel Geld ausgegeben. Ursprünglich war das Video so geplant, dass ich den gekauften Filmmerch zusammen mit den Retro-Sachen packe. Aber jetzt habe ich allein für Nintendo schon so viele Sachen am Start, dass ich dann eigenes Video drehen kann. Demzufolge werde ich fürs Filmmerch, das steht hier alles rum, bestimmt nochmal zwei Videos machen können, allein nur für Filme und Filmmerch. Heute dreht sich's aber ausschließlich nur um Nintendo. Wie gesagt, ich habe ordentlich eingekauft. Kleine Info am Rande, die Musik kommt heute von dem guten Team Epic Brotherhood. Ich blende euch mal den Kanal hier unten als Bild ein und ich hau euch den Link in die Videobeschreibung. Zwei nette Jungs machen richtig gute Mucke, werde ich jetzt auch öfters meine Videos einblenden. Schaut doch mal im Kanal vorbei, lasst ein Abo da oder einen Daumen, die würden sich freuen. Die Musik ist echt gut. Zurück zum Thema, heute gibt es auf jeden Fall auch die Gewinnspielauslosung zum Schluss. Ihr erinnert euch ja, im vorvorletzten Video konnte man die gute Fuck You Goethe 2 DVD gewinnen. Ist jetzt zwar ein Filmthema, aber ich will euch nicht länger zappeln lassen. Die Auslosung, die findet auf jeden Fall am Schluss statt. Und wie ihr das Ding dann bekommen könnt, sage ich euch auch. Ich möchte euch jetzt auch nicht mehr weiter auf die Folter spannen. Ich wünsche euch viel Spaß bei meinen Super Nintendo Retro Pickups. Und wir sehen uns gleich wieder. So, wir starten mit dem Plüschtier, genau. Und zwar hat die Freundin passend zum Nintendo den Yoshi gekauft für 3 Euro. Der kriegt bei mir einen Ehrenplatz. Richtig cool. So, dann geht's los mit den Games. Als allererstes habe ich einen kleinen Tauschstil gemacht. Donkey Kong Country 3D. Relativ guten Tausch gemacht. Richtig guter Zustand. Ja. So, dann kommt der erste Retro-Artikel und zwar schaut euch mal den Gameboy hier an. Schaut euch den Zustand an. Hinten wie von vorne, da ist nichts ausgebleicht, da ist nichts abgebrochen. Wirklich fast neuwertiger Zustand. Batterien sind schon drin. Batteriefach schaut auch klasse aus. Läuft wie eine 1. Kling. Habt ihr es gehört? Möchte ich mich auf jeden Fall bei Sean bedanken für den super geilen Deal. Echt geiles Teil. Für 40 Euro wohlgemerkt. Und es war noch das Spiel Dr. Mario dabei. Richtig cool. So. Dann als nächstes Gematala. Ein Spiel, das auf jeden Fall in jede Sammlung muss. Mein absolutes Lieblings-Gameboy-Spiel, Super Mario Land 2. Richtig guter Zustand, muss auf jeden Fall mit dabei sein. Dann habe ich noch zwei weitere Games geschossen. Ganz klar, den Klassiker, einmal Tennis und einmal Tetris. Muss auf jeden Fall dabei sein bei der Gameboy-Sammlung. Die wird natürlich jetzt auch wachsen, aber wie gesagt, Gameboy bin ich schon mal super zufrieden in dem Zustand. Für 40 Euro kann man nichts falsch machen. Dann kommt gleich mal ein mega geiles Ding. Schaut euch das hier mal an. Super Nintendo in OVP in richtig, richtig geilem Zustand. Da kann man nicht meckern, Schutzhülle war dabei. Ich bedanke mich für den Mega-Deal bei Italo, mille grazie. Einfach nur geniales Ding. Wir packen den auf jeden Fall mal aus. Schutzhülle war mit dabei. Und ja, an den Rändern hat er, ist der Karton ein bisschen eingedrückt, aber ansonsten sind keine Abrisse drin, nichts. So. Quietsch, quietsch, quietsch. Alles mit dabei, was man braucht. Die Bedienungsanleitung, um sich im Super Nintendo zurechtzufinden, auf jeden Fall ist dabei.
Verbraucherinformation und dann das obligatorische, wie schließe ich das Gerät an und das Poster. Super Nintendo. Jetzt spielst du mit Super Power. Ja. Lange gesucht und jetzt endlich gefunden, die Konsole. Gut, original Plastikfolie ist auf jeden Fall dabei. Die Konsole an sich hat so einen leichten Gelbstich, ihr seht's. Da werde ich mal die Bleiche drüber laufen lassen und dann sieht das Ding aus wie neu. Den nehme ich auf jeden Fall zum Zocken. Hab schon ausprobiert, läuft super. Alle Kabel dabei, alles was man braucht. Ein Controller dabei, ein super Zustand. 110 Euro hat mich das ganze Ding gekostet und ich bin super zufrieden. Ja, einfach nur genial. Baureihe 92, so viel ich weiß. Aber ja, also ein Super Nintendo in OVP, einfach nur genial. Ich hatte schon einen in OVP damals, natürlich wie viele von euch, das Ding verkauft oder verschenkt, weil gibt ja was Neues, PlayStation gekauft dafür. Und jetzt muss man sich das Zeug halt teuer zurückkaufen. Naja, was heißt teuer? War ein guter Deal. Ich bedanke mich auf jeden Fall dafür. So, erstmal auf Seite. So, und dann, okay, mir wurden zwei Super Nintendo angeboten. Painkiller, richtig geiler Deal, einen kleinen Tauschdeal gemacht und ein bisschen was abgekauft. Und diese Konsole hier gekriegt. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, ich finde an dem Gerät keinen Mängel. Das Ding sieht aus wie neu. Absolut sauber, neu, wie aus der Verpackung. Keine Ahnung. Richtig gut erhalten. Alles dabei, was man braucht, inklusive dem SCART-Adapter. Auch schon ausprobiert, läuft wie eine 1. Man muss in kein Modul reinblasen, um es zum Laufen zu bringen. Bei beiden Konsolen richtig geil gepflegtes Zeug, einfach nur genial. Da würde ich fast einen neuwertigen Zustand ansetzen. Genau. Und da waren natürlich auch Spiele dabei. Das ist der Controller. Controller auch tipptopp. Kann man nichts sagen, wie aus dem Laden, frisch. Und da waren noch ein paar Spiele dabei. Also als allererstes mal für die ältere Generation gehen Super Game Boy mit dabei, den Super Game Boy Adapter, weil die Augen ja irgendwann auch nicht mehr mitmachen. Und es ist entspannter, die Super die Game Boy Spiele auf dem Fernseher zu spielen, Freunde. Ja? Macht euch nicht die Augen mit dem Game Boy kaputt. Ich mache es aber trotzdem. Aber es ist gut, wenn man den Adapter hat. Der war auf jeden Fall dabei. Und dann waren noch vier Spiele dabei. Der Klassiker mit Anleitung. Super Mario World. Egal, in jeder Sammlung steht dieses Spiel. Ja, damals gab es ja dieses Set mit dem Spiel zusammen. Ich glaube, das ist auch die Version, die irgendwie in dem Set mit drin war. Und die Anleitung ist auch dabei. Ist ein kleiner Schriftzug drauf. Tatjana hat es wohl mal gehabt. Ja, muss man damit leben. Dann, nächster Klassiker, Super Mario All-Stars. Sehr, sehr geil. Alte NES-Klassiker zum Nachzocken. Immer gut. Und dann als nächstes The Return of the Yeti, Star Wars. Das ist, glaube ich, das, wo man am Anfang mit dem Gleiter über diese Schluchten springen muss. Sehr geiles Game. Habe ich erst gezockt. Und dann war noch dabei Jurassic Park. Wie gesagt, einen kleinen Tauschdeal gemacht. Einen kleinen Tauschdeal gemacht.
im Großen und Ganzen für den Zustand. Also die Konsole wird in die OVP wandern. Dann habe ich fast eine neuwertige OVP. Und die zweite Konsole, die wird ein bisschen sauber gemacht und die kommt dann zum Zocken raus. Ja? Ich habe jetzt extra drüben, ihr habt es ja vorhin im Intro gesehen, einen Röhrenfernseher, dass es so richtig authentisch wird beim Zocken. Das waren meine Super Nintendo Pickups. Also doch ordentlich was gekauft. Ja, jetzt geht's dann mal zur Auslosung unseres Gewinnspiels. So, Freunde. Hier kommt wieder der Link von meinem Kanal. Doppelte Nutzer werden gefiltert. Und dann geben wir hier ein. Her damit. Dann gucken wir mal. Es sind 10 Leute, die mitgemacht haben. Und jetzt starten wir einfach mal die Auslosung. Es hat gewonnen Marcel Wögerer. Herzlichen Glückwunsch. Wögerer. Du hast 3 Möglichkeiten, mit mir Kontakt aufzunehmen. A, über Facebook oder B, über Instagram. Beides ist im Kanal verlinkt. Und ich hau dir in die Videobeschreibung auf jeden Fall auch noch meine aktuelle YouTube-E-Mail-Adresse. Da kannst du auch Kontakt mit mir aufnehmen. Und dann lasse ich dir das gute Stück auf jeden Fall zukommen. Herzlichen Glückwunsch nochmal. Für alle anderen vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal mit dabei. Wie gesagt, es geht um Film-Merch. Ich habe so viel Zeug gekauft in letzter Zeit, dass ich damit wahrscheinlich 2 Videos voll bekomme. Der Ansatz war eigentlich da, dass ich alles in ein Video packe, aber das wäre dann wahrscheinlich eine Dokumentation geworden. Vergesst nicht, bei Epic Brotherhood vorbeizugucken. Die freuen sich tierisch über ein Abo. Aber ich würde mich auch über ein Abo freuen, über einen Daumen, Glocke oder wenn ihr meinen Kanal mal teilt auf den sozialen Medien, dass ich vielleicht ein bisschen weiterkomme auf YouTube. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Euer Dustin BT.